und seid ihr ganz herzlich willkommen zum letzten Video dieser Saison zur Saisonanalyse. Natürlich mit Uwe wieder am Start. Ja, hallo von mir. Tippspiel ist zu Ende und der Sieger steht fest. Es bin ich. 885 Punkte, leider nicht die 900 Punkte geholt. Und Uwe hat 854 Punkte geholt. Jo. Also, ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt noch gewinne. Ich lag mit 32 Punkten hinten. Tja, das ist immer so. Fußball. Ja. Was ist Fußball? Tippspiel habe ich gewonnen. Somit steht es, wenn man es so sehen will, jetzt auch 1-0. Jedoch, wenn man DFB-Pokal mit berücksichtigt in dieser Saison, steht es 1-1. Denn da hast du mehr richtig gelegen als ich. Jawohl. Ausgeholt hat er das durch Astoria Waldorf. Ja, das ist auch so. Haben wir auch erst letztens drüber gesprochen. Wieder. Ja. Boah, ja. Ja. Wo geht's nochmal? Saison 2016-17 ist vorbei. Hier liegen ein paar Zettel, auch schon Infos, ein paar zur nächsten Saison. Aber das kommt natürlich ganz, ganz zum Schluss. Und ich hoffe natürlich, ihr bleibt die ganze Zeit dabei, während wir hier jetzt über alles reden. Das ja, Schlusstabelle. Da kann man gleich auf eine Statistik eingehen, was noch nie in der Bundesliga passiert ist, wenn man das schon sieht. Denn zum allerersten Mal sind es beide Aufsteiger gelungen, international zu spielen. Leipzig in der Champions League direkt Vizemeister. Wahnsinn, muss man sagen. Also beachtliche Leistung. Auch wenn es zum Schluss nur 3 Punkte mehr waren als Dortmund. Und Freiburg auf 7 gelandet. Und weil Dortmund ja jetzt am Samstag den Pokal geholt hat mit 1-2 gegen Frankfurt, ist der 7. Freiburg in der 3. Quali-Runde der Europa League. Klar, das heißt, man ist noch nicht sicher in der Gruppenphase. Was denkst du denn erstmal? Freiburg, Europa League, schafft man es oder nicht? Schwer zu sagen. Also ich glaube, es wird schwer. Also ich glaube, es wird für Freiburg schwer. Gerade wenn man jetzt schon wieder hört, so wie die letzten Jahre große Namen in dem Sinne, sollen jetzt wieder gehen. Ja. Ist dann auch ein bisschen bitter für Freiburg, wenn man dann immer wieder so Stammspieler abgeben muss. Ja, ich erinnere nur an Baumann, der jetzt in Hoffenheim spielt. Ich erinnere an Bürki, der jetzt in Dortmund spielt. Ja. Ich erinnere an Kruse, der dann nach Gladbach gewechselt ist, von Gladbach nach Wolfsburg und nun in Bremen spielt. Zum Beispiel, wenn man das Jonathan Schmid, also sehr, sehr viele Stammspieler hat Freiburg verkauft. Man hat es trotzdem jetzt mit einem jungen und guten Kader und auch mit dem Rekord. Nils Petersen ist der Top-Joker der Saison. Ich glaube, er hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 19 Einwechslungen und 8 Tore oder 9 Tore, wenn ich mich nicht irre. Kann sein. Also auf jeden Fall Top-Joker. Die genauen Zahlen weiß ich da jetzt leider nicht. Das ist ja auch nicht ganz so schlimm, finde ich. Aber warte mal, steht hier. Halt, er hat schon einige Tore gemacht dafür, muss man sagen. Also da scheint er wirklich klar zu kommen. Okay. Das ist so 7-6 Tore dürfte er geschossen haben. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, hat er alle nach der Einwechslung gemacht. Ja, das könnte man sagen. Weil Top-Torschütze bei Freiburg ist Maximilian Philipp, der aller Wahrscheinlichkeit ja, oder ich weiß jetzt nicht, ob schon feststeht, nach Leipzig wechselt. Ja, abgestiegen, Ingolstadt, Darmstadt. Ja, das hat sich ja so angekündigt irgendwie mit der Zeit. Das ging ja am Anfang, muss man sagen, lief es ja einigermaßen gut für die. Wenn wir uns dann hier, wurde es dann natürlich rapide schlecht. Gerade wenn wir uns hier das hier anschauen, mal, und zwar die Tabellenletzte, da muss man sagen, die ersten 4 Spieltage war Bremen auf dem Tabellenschlusslicht. Ja. Man hat ja schon am ersten Spieltag mit 6-0 in München verloren. Ja, natürlich. Das sah ja erst nicht ganz so gut aus für Werder. Gut, letztendlich muss man sagen, da wo sie sich vom Trainer getrennt haben, ist es natürlich dann irgendwann bergauf gegangen. Ja. Das war natürlich die richtige Entscheidung. Richtig. Und da bin ich sehr, sehr positiv gestimmt, dass Werder jetzt da steht, wo sie stehen. Und wenn ich damit gerechnet habe, ich habe sie auf 9 getroffen, auf 8 gelandet. Haben wir beide. Sogar noch besser. Stimmt. Aber, wie gesagt, also das ist man muss natürlich sagen, hätten sie diesen Trainerwechsel nicht vollzogen, dann wäre da auf jeden Fall abgestiegen. Mhm. Das sage ich auch hier so, wie ich hier sitze. Ja, jedenfalls Tabellenprognose. Ich habe insgesamt
82 Abweichungen, nur 2 mehr, 84. Man kann sagen, letztendlich lagen wir beide wirklich fast richtig, fast richtig falsch. Man kann sagen, das ist wirklich ausgeglichen, wenn man so sehen will. Klar, der Schnitt ist bei mir 4,56, bei dir 4,67, aber letztendlich ist es das Gleiche, und zwar schlecht haben wir es getippt. Ja, wir haben schon getippt, was ja auch. Aber es ist auch immer am Anfang einer Saison schwer zu sagen, überhaupt, wie ja die Tendenz ist. Nein, wir beide haben Leipzig oben getippt, das haben wir beide schon. Ich habe Leipzig auf 8, ich glaube, du etwas weiter höher, oder? Nee, du auf 10 sogar, ich habe die weiter höher getippt. Ich habe Mainz etwas weiter höher und, ach nee, du auch. Wir beide haben Mainz gut eingetippt. Mainz, ja, wirklich eher enttäuschende Saison mit 15, punktgleich mit Wolfsburg, auch die hätten es auf. Die hätten es sein können, die auch gegen Braunschweig spielen können, wir jetzt so gesehen. Richtig. Hätte Wolfsburg jetzt ein Unentschieden gehabt, wäre es Mainz gewesen. Das wäre so gekommen, aber letztendlich ist es so. Das ist Fußball. Und ja, wenn man die Tabelle vom letzter Saison nimmt, zu dieser, ist wahrscheinlich das, was wir getippt haben, schon gar nicht so unrealistisch gewesen. Ja, das stimmt. Aber das ist Fußball, das ändert sich immer wieder. Und wir können auch, wenn wir jetzt wieder eine Prognose aufstellen für nächste Saison, wir werden wahrscheinlich auch wieder richtig in die Mühle falsch, weil sich es wieder umdreht. Dazu aber das ist eine Prognose eigentlich, die wir nur für uns stellen. Ja. Letztendlich ist es halt so. Ja, 306 Spiele sind vorbei. 877 Tore sind geschossen worden. 2,87 pro Spiel. Also das ist auf jeden Fall schon ein beachtlicher Schritt. Ich glaube, das sind auf jeden Fall mehr Tore als die Saison davor. Ich finde, das zeigt ja auch nochmal, wie stark wirklich diese Bundesliga ist. Es sind viele Tore gefallen. Klar, im Gegensatz zu Spanien, England und ich sage jetzt auch mal Frankreich, Italien, sage ich mal, weil Deutschland hat nur 18 Mannschaften in der ersten Liga und auch in der zweiten. In den anderen Ligen sind es halt 20. Das heißt, das sind zwei Teams mehr. Das ist natürlich auch ein paar Tore, werden die fallen. Genau. Gut, da werden wahrscheinlich im Schnitt, muss man sagen, auch mehrere Tore geschossen als bei uns. Genau. Zu sehen. Ja, Wolfsburg, Relegation haben es gegen Braunschweig knapp geschafft. Leider, sage ich auch auf meiner Sicht, ich habe Braunschweig schon die Daumen gedrückt. Ja, aber bei, wenn wir jetzt gerade alles ansprechen, Braunschweig, es fehlt immer dieser Feinschliff fehlt einfach noch bei Braunschweig. Dieser Schluss, dieser Abschluss, das ist nicht konsequent genug. Herr Rückrund war jetzt gerade stark bei denen. Ich weiß ja nicht, wie du das also mitbekommen hast, jetzt bei Braunschweig Rückrunde. Ja. Die war ja wirklich schwach im Gegensatz zur Hinrunde. Ja. Da hat man deutlich geführt, Rückrunde war schwach. Ja. Man ist leider nur Dritter geworden, man hätte auch direkt aufsteigen können. Ja, gut, aber wir das Spiel nicht verlieren dürfen. Ja. Aber ich bin auch der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, wenn die jetzt aufgestiegen in die erste Bundesliga, da hätte es schwer gehabt. Ja. So wie die jetzt spielen, wie man die zwei Spieler, das Hin- und Rückspiel jetzt gesehen hat. Die tun sich unheimlich schwer da und ich glaube, das wäre nicht. Ja, ich sag mal, Hinspiel eher nicht. Das war das Glück des Schiedsrichters auf Wolfsburger Seite. Okay. Man weiß nicht, wie das Spiel anders verlaufen ist. Das ist eine Fehlentscheidung, war so klar, das weiß ja wohl jeder. Ich meine, da brauchen wir auch nicht mehr drüber reden, dass es passiert. Aber letztendlich. Ja, aber muss man hier nochmal natürlich anspielen. Ja, das kann man ja anspielen, aber das Rückspiel haben wir ja trotzdem Tor gefahren. Und klar. Das kurz vor aber man weiß ja nicht, wie sie gestern gespielt hätten. Wäre diese Fehlentscheidung im Hinspiel nicht gewesen. Das ist immer auch eine Frage sie haben Druck gemacht, aber letztendlich hat dieser klare Durchschnitt, dass die Tore machen, das hat gefehlt. Die haben einfach die kleinen Dinger nicht gemacht. Das stimmt. So, und die musst du machen. Das stimmt. Wenn du aufsteigen willst. Und die Chancen waren da. Von daher kann man, auch wenn die das Hinspiel in Wolfsburg verloren haben, da hätten sie normalerweise auch ein Tor machen müssen. Mhm. Das wäre natürlich eine bessere Voraussetzung gewesen. Hier geht es nochmal eben drauf, weil das habe ich ja schon gesagt, die ersten vier Spieltage Bremen auf dem letzten Platz sind Achter geworden, knapp Europa League verpasst. Ja gut, das ist halt nicht so schlimm, finde ich. Nee, man hat sich ordentlich gesteigert und wie Nuri gesagt hat, wir haben den Klassenerhalt und alles andere, was jetzt noch kommt, ist irgendwie Bonus oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie er das gesagt hat. Aber so ausgedrückt, aber das wäre schön gewesen für Werder, wärst du gewesen international. Genau. Aber andersrum muss man natürlich sagen, wo hat Werder gestanden Anfang der Saison? Wissen die ersten vier Sperrtage, dann haben die aber grandios aufgelegt und haben fast jedes Spiel nacheinander in der Rückrunde gewonnen. Reden wir über den Verein. Ja, das stimmt. Reden wir mal über den Verein da unten. Fünfter Spieltag war nämlich Schalke, Tabellenletzter. Insgesamt ist Schalke auf den 10. Platz gekommen. Man hat noch
Also Schalke hat sich dieses Jahr nun auch relativ schwer getan, muss man sagen. Also da frage ich mich, ob es am Trainer liegt. Was glaubst du? Das ist schwer zu sagen. Also die Mannschaft Markus sich, Weinze. Vielleicht passt das nicht so richtig. Weil die Spieler, das Spielerische, weil die Spieler, die sie haben, sind ja nicht die schlechtesten. Man darf nicht vergessen, also es ist jetzt seine erste Saison gewesen, ist ja letzte Saison ja erst im Sommer dazu gekommen. Das ist auch nicht, und auf Schalke ist es auch nicht einfach als Trainer, das muss man auch zusagen, ne? Das darf man nicht vergessen, das ist ein schweres Pflaster. Das stimmt gerade, Schalke. Da denke ich mal, muss man jetzt die Rückrunde, die neue Saison, Entschuldigung, Rückrunde nicht, neue Saison anfangen. Wie es kommt. Vielleicht, also ich denke, es wird, ja auch wird eher bergauf gehen, als anstatt weiter berg, also nach unten. Nein, glaube ich nicht. Bergab wäre es auf keinen Fall. Nee, das glaube ich ja auch nicht. Also werden sie schon wieder nach oben arbeiten. Ne? Das denke ich auch. Also, aber dann wie gesagt, der Trainer braucht ja auch ein bisschen Zeit. Und wie gesagt, auf Schalke ist es nicht so einfach, als Trainer zu arbeiten. Man muss eben auch ein bisschen Zeit geben, finde ich. Ist meine richtig, das sehe ich auch so. Und wir werden es erleben. Und wenn wir das damit vergleichen, wer ja vor jetzt Markus Weinzierl in Schalke war, das war ja André Breitenreiter. Breitenreiter jetzt Trainer bei Hannover, muss man ja auch mal eben ganz kurz ansprechen. Aber da passt er hin. Und da eine kleine Anekdote. Weißt du, bei welchem Verein André Breitenreiter in dem Sinne erst groß, in dem Sinne groß rausgekommen war und dann nach Schalke gegangen ist? Weißt du, bei welchem Club Breitenreiter war? Hannover jetzt, davor Schalke. Und wo war er davor? Weißt du das? Oh, warte mal. War auch in der Bundesliga und ist abgestiegen. Ja, da. Als Anekdote. Ja. Also, das ist irgendwie witzig, muss ich zugeben. Nee. Bin gerade auf dem Schluss. Paderborn, sagt ihr doch was? Ja, aber Paderborn steigt hier schon wieder. Noch ja, und darauf wollte ich hinaus. Denn Paderborn, damals mit Breitenreiter. Ja, erste Liga gespielt. Dann ist man abgestiegen. Breitenreiter hat Schalke übernommen. Effenberg war ja kurz bei Paderborn. Paderborn ist in die dritte Liga abgestiegen. Ja. Letzte Saison, da war, wo Breitenreiter dann ja jetzt in der Rückrunde Hannover 96 übernommen hat, hat man dritte Liga gespielt und am letzten Spieltag hat Paderborn Remis gespielt gegen Osnabrück und der SV Werder Bremen 2 hat gewonnen. Und nur durch den Sieg ist Paderborn in der Regionalliga. Richtig, richtig. Also das ist der totale Absturz. Das muss man einfach mal kurz erwähnen. Also, das hätte ich nie gedacht. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das so bergab geht gleich. Heftig. Also durchgereicht quasi, so durchgereicht. Ja, also das hätte ich nie für möglich gehalten. Das ist voll, das ist einfach so. Musste man einfach mal kurz so... Ja, auch ganz interessant, wenn man nur die Hin- und Rückrundentabelle betrachtet, natürlich. Was sagt uns das? Bayern, klar, beide Male auf 1. 42 Punkte, man hat in der Hinrunde 2 Punkte mehr geholt als in der Rückrunde. Ja, aber was sagt uns das? Also in der Hinrunde, sage ich mal, sagt es folgendes. Bayern, Leipzig, Hoffenheim, Dortmund belegen die ersten 4 Plätze. So ist es auch ausgegangen, nur Hoffenheim und Dortmund hat man vertauscht. Da, aber man kann sagen, die waren wirklich ganz oben die ganze Zeit mit dabei. Zu Recht dann auch zum Schluss alle 4 um die in der Champions League. Klar, Hoffenheim kämpft noch in den Playoffs, aber trotzdem. Fünfter ist Berlin, ist es ja leider nicht mehr geworden. Frankfurt hat in der Rückrunde sehr stark abgenommen. Ja, das muss man sagen. Ja. Die sind wirklich schlecht. Sie waren zwischendurch gut, aber dann sind sie ein bisschen. Da muss man auch ein bisschen diese Konstanz, klar. Ja, man verliert mal Spiele, man gewinnt mal Spiele, dann spielt man unentschieden. Das ist jedes Mal so. Auch Bayern hat natürlich Spiele verloren und unentschieden gespielt. Aber, bei Frankfurt war es sehr extrem, weil man dann auch keine Tore geschossen hat. Und so war auch diese geistige Fähigkeit überhaupt nicht mehr da. Frankfurt ein bisschen weiter unten, Köln, 7. Ich sag mal, spielen jetzt Europa League direkt, sind 5. geworden. Also man kann sagen, etwas besser geworden. Haben sich verbessert, das stimmt wohl. Leverkusen, abgebaut, man war 8. in der Rennrunde und Abschlusstabelle sagt ja, man ist 12. Ja, das für Leverkusen eigentlich, für Leverkusen auf Verhältnisse. Können wir gleich nochmal auch auf das Thema kurz eingehen. Ganz schön schlecht, was soll das denn? Ja, dann Freiburg war weiter oben. 10. Schalke sind sie auch zum Schluss geworden. Ich sag mal, ist gleich geblieben. Mainz 11. sind 15. geworden. Okay. Wolfsburg ist da schon 12. gewesen. Ganz schlecht. Augsburg war auch oben. Unten Gladbach war in der Rückrunde 14. und ist noch auf 9 gekommen.
Und da unten, direkt, das muss dabei spielen. Das ist natürlich eine super Sache. 16 Punkte, muss man mal kurz überlegen. Man hat 16 Punkte nur in der Hinrunde geholt. Und das waren 4 Siege, 4 Remis und 9 Niederlagen. Und in der Rückrunde hat man 29 Punkte geholt. Ja. 13 Punkte mehr. Wir sind so durchmarschiert. Wir haben ja nur noch gerade, ich glaube, das war im. War das jetzt März oder April, wo Bremen, glaube ich, jedes Spiel gewonnen hat? Ja. April war das, glaube ich. April? Ja. Ja, die haben ja jedes Spiel. Kruse ja in diesem Monat gemeinsam mit Messi, glaube ich, 8 Tore erzielt. Die haben vorher noch verletzt und dann kam er ja. Und dann ging es aber ja auch. Ja, verletzt war er im Januar. Ja, und dann ging es auch los. Genau. März müsste März gewesen sein. Also Anfang März war es. Da ging es rund. Genau. Und da haben die fast jedes Spiel gewonnen. Ja, Hamburg 16. Runde, Ingolstadt und Darmstadt die letzten beiden Plätze. Ich sage mal schon mal, ja, das spricht für sich. Also das hat sich Rückrunde ist Bremen 4. Ja. Vor Leipzig. Leipzig hat in der Rückrunde ein bisschen schwächer gespielt. Ja, nur ein Punkt weniger als Bremen, wenn man es jetzt so sehen will. Aber ich sag mal, die hätten gefährlicher sein können für die Bayern. Ja. Also zwischendurch natürlich nicht die Spiele versimmeln dürfen. Ne? Mhm. Das hat den natürlich. Da waren so ein, zwei, drei Spiele. Da war dann doch irgendwas du passiert, geht nun. Ja, irgendwann ist auch mal, dann passt das hier nicht. Mhm. Man kann sagen, ist eigentlich fast so geblieben. Frankfurt in der Rückrunde, aber die wenigsten Punkte geholt, das spielt auch für sich. Also da war man wirklich schlecht. 10 Spiele hat man verloren, nur 3 Siege, 4 Remis. Da hoffe ich mal, dass Kovac so ein bisschen jetzt ein gutes Team zusammenstellt. Man hat ja schon den neuen Zugang, ich glaube Haller heißt er, wenn ich mich nicht irre, ist ein Holländer aus Utrecht geholt. Gerade mal, ich glaube, 24 Jahre jung. Also im Gegensatz zu Alex Meyer, der natürlich auch schon in einem gewissen Alter ist, ist es eine sehr gute junge Alternative, zumal ja jetzt auch Seferovic, der Schweizer, den Wechsel zu Benfica Lissabon bestätigt hat. Ja, genau, mal ganz kurz, mal ein bisschen woanders. Genau. Wenn man ein bisschen höher noch was anderes spielt. Torschützenliste. Bundesliga. Torjäger ist doch noch Aubameyang geworden, mit 31. Ja, da hat er nochmal eben nochmal ein Tor gemacht, da. Das zählt dann ja nochmal. War ja gegen Bremen, 11 Meter, muss man ja auch nochmal kurz erwähnen, aber ist jetzt auch Spiel von gestern in dem Sinne. Das ist auch wieder so ein Spiel, was wir abhaken müssen. Ja. Da können wir jetzt auch wieder drüber diskutieren und vielleicht diskutieren, wie wir wollen, aber das ist jetzt Spiel von gestern, das Ding ist ja durch. Gut. Zweiter Lewandowski und 230 Tore. 30, 31. Das ist schon eine ganz schöne. Das spielt auf jeden Fall für die Qualität und dann dahinter mit 25 Modest, 21 Timo Werner und dann. Jetzt kommt es halt auch so eine Tour gemacht. Ja, 15 für Kruse und Kramaric, 13 Robben und dann 12 Bischewitsch. Wenn man jetzt nur bis dahin geht von. Ja, und dann pendelt sich das ja so. Genau. Mit 11 und was haben wir dann noch? Gnabry hat 11 Tore erzielt. Und ich glaube, das waren alles in der Hinrunde. Also, was denkst du, wenn man nur ganz kurz mal über Bremen spricht, Gnabry, wo geht der Weg hin? Ich glaube, auch, also ich sag mal, die Fans, oder ich sag mal, der größte Teil der Fans, wo wir auch im Stadion waren, wie man das mitgekriegt hat, wo er ja dann eingewechselt wurde gegen Hoffenheim, man hat geboot. Sehr viele haben geboot. Ein bisschen enttäuscht. Also, ich glaube, es gibt hier kaum noch irgendwie Rückhalt zu für ihn. Ich denke mal, für ihn ist es besser, wenn er geht. Obwohl ich andersrum sehe, normal hätte er ja hier noch ein bisschen spielen können, ein bisschen Praxis sammeln können und dann gehen. Dann wäre es auch so gekommen, dass er geht. Kannst du eh nicht halten. Ja. Aber vielleicht dann noch ein Jahr hier spielen können. Aber gut, letztendlich ist es jetzt vielleicht auch so, dass es besser ist, wenn er geht. Verstanden. Gut, so der Leistungsträger war er jetzt ja auch nicht mehr. Ne? Das stimmt allerdings. Ja, Stuttgart hat nur Feier aufgestiegen, hat man ja schon kurz angesprochen. War mit zu rechnen, denke ich mal, oder? Das stimmt. Also ich interessant ist, das habe ich nämlich nochmal so rausgesucht, sind die Trainerwechsel. Falls ihr das so alle mitbekommen. Also im Sommer, wenn man nur das berücksichtigt, Ancelotti hat den Bayern übernommen. Ja, wo mit jetzt gerade Trainerwechsel, dass Dortmund sich jetzt ja trennt. Ja, aber das, ja auch, ich das war ja jetzt auch nicht gerade so, für mich jetzt nicht so überraschend. Also nee, das war mir schon klar. Also kann man nur ganz kurz sagen, ja, Tuchel, man wird nicht mit ihm verlängern, beziehungsweise man wird jetzt den Vertrag auflösen. So. Die Frage ist, wen wird man holen? Ja, holt man jetzt Lucien Favre aus Nizza, dann müsste man aber auch eine Ablösesumme zahlen für ihn. Ja, das ist die Frage, der stand ja im Raum. Ich weiß nicht, ob sie ihn jetzt holen oder nicht. Wen wollen sie sonst holen? Das ist die Frage. Ich wüsste jetzt niemanden. Ich wüsste auch keinen. Du brauchst ja auch eigentlich einen guten Karriere, du kannst ja nicht... Gerade für Dortmund, weil man muss sagen, Dortmund hat ja
spielt ja wirklich jede Saison immer um die Champions. Ja, deswegen auch eigentlich meistens auch die Meisterschaft diese Saison. Ja. War wirklich enttäuschend aus Dortmunder Sicht, muss man ja auch schon sagen. Das war zu wenig, ne? Ja. Das war zu wenig. Aber da musst du jetzt ja auch eigentlich einen recht guten Trainer holen. Da kannst du ja nicht irgendeinen, ne? Richtig. Einen so ein Mittelmaß-Durchschnitt holen. Da musst du schon. Richtig. Vielleicht holen sie den. Fast nicht. Ja, gut, die müssen da auch so. Mal gucken. Naja, jedenfalls im Sommer. Ancelotti hat in Bayern übernommen, Guardiola ging zu Man City. Ja. Markus Kocinski hat in Ingolstadt übernommen, Nachfolger von Ralf Hasenhüttl, der ja in Leipzig übernommen hat, ja, wo ja am Ende der zweiten Saison, wo er schon dann feststand, dass ja Hasenhüttl in Leipzig übernimmt, aber davor hat ja noch Ralf Rangnick, der Sportdirektor, der jetzt fest in Leipzig ist, hat er ja kurz noch die Trainerrolle übernommen, Weitze in Schalke übernommen, nach André Breitenreiter. Dirk Schuster hat dann Wölnzi geerbt in Augsburg und, sind dann alle so durch. Und Norbert Meyer hat Dirk Schuster bei Darmstadt beerbt. Ja, das ist, also, ist ja wirklich, man kann sagen, so ein Kreis. Ja, von da nach da, die wechseln. Ja. Also, das war Bundesliga so durchgeschoben. Genau. Ja, so kann man das sehen. Aber jedenfalls, und dann gab es insgesamt im Laufe der Saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trainerwechsel. Das finde ich heftig. Ja, das ist viel. Und in der Bundesliga quasi. In einer Saison. Aber in der Bundesliga. Wo es ja noch nicht mal ein Jahr ist, sondern es sind 9 Monate. Also ich finde das schon verdammt viel. 10 Trainerwechsel. Also das in 9 Monaten. Verdammt viel. Es sind 9 Monate. In 9 Monate, ja. Muss man dazu sagen. August, ein Jahr. September, ja, Oktober, November, Dezember. Aber dann muss man natürlich sagen. Mai. Ja, okay. 10 kann man schon finde ich schon ziemlich viel. Ja. Also das ist echt schon eine ganz schön heftige Sache. Mhm. Erster Trainerwechsel war klar. Muri. Ja, Nachfolger von Skripnik. Aber du konntest da in dem Fall nichts anderes machen. Da ging nur das. Mit der Frau, ich der richtige Trainer für. Dann hat Gisto Labbadia in Hamburg beerbt. Im Übrigen, Nuri hat Bremen als 18. Platz übernommen. Gisto hat Hamburg als 16. Platz übernommen. Das hätte eigentlich nur vom Abschied gerettet, wenn man das so sehen will. Ja. Gisto, mehr war das nicht. Das stimmt. Und da muss man. Denkst du, der wird noch bleiben? Er hat hier, glaube ich, jetzt noch ein Jahr Vertrag. Denkst du, darüber hinaus will er bleiben oder denkst du, Hamburg wird sich dann wieder den nächsten suchen? Das klingt komisch, ich meine, Hamburg, ja, sorry, jetzt an alle Hamburg Fans da draußen. Ja, das ist ja auch nichts Schlimmes, das ist ja eine Tatsache. Bei Hamburg ist es ja noch immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ob sie sich trennen und anderen holen. Ich denke, meine Meinung, ich werde ihn erstmal behalten. Ich denke, er wird vielleicht auch noch bleiben, weil ich glaube, dass er einen anderen Verein hat im Moment. Ich denke mal, er wird versuchen weiterzuarbeiten. Aber ich weiß nicht, wie lange Hamburg sich das anguckt in der neuen Saison. Kommt die Erfolge nicht, dann wird er wahrscheinlich auch dann geklappt. Dritter Trainerwechsel, der erste im Oktober und auch der letzte im Oktober, also nur ein Trainerwechsel war im Oktober, nämlich hat Ismael Wolfsburg übernommen nach Dieter Hecking. Dieter Hecking ja jetzt Trainer in Gladbach. Was denkst du, Dieter Hecking, Gladbach, passt eher als Wolfsburg und Hecking? Ja, ich glaube, das könnte was werden. Ja. Mhm. Ich glaube, das passt schon so ein bisschen. Ja. Wolfsburg war vielleicht nicht so das Richtige für ihn. Auch wenn er, das muss man sagen, wenn er mit den einen Pokalsieg holte, in der Europa League, glaube ich, das war bis zum Viertelfinale oder Halbfinale, nicht Viertelfinale gespielt. Er hat gute Arbeit geleistet, aber irgendwann war die Luft, glaube ich, raus. Irgendwie passt das dann nicht mehr so gut bei denen. Man weiß auch nicht, woran es dann liegt irgendwo. Ne? Das ist auch immer so schwierig, da reinzugucken. Aber ich denke mal, bei Gladbach, das könnte schon was werden. Das, also, er ist ja zumindest mit der Trainer. Wenn man jetzt auf Wolfsburg eingeht, Ismael hat übernommen. Interimsweise muss man ja auch erwähnen. Und dann war es am 26. Februar diesen Jahres, wo man dann den Vertrag aufgelöst hat. Und dann kam ja Jonka. Andres Jonka, ja. Sympathischer, ist auch ein sympathischer Mann eigentlich, finde ich. Ist ein Holländer. Ist ein Holländer, genau. Von ein ruhiger Mensch eigentlich. Ja, das stimmt. Recht ruhig und sachlich. Könnte was werden. Mhm. Muss man abwarten, ne? Was man auch sagen muss, Jonka hat Wolfsburg als 14. Übernommen. Da dachte man, es geht eher nach oben. Letztendlich ging es aber zwei Plätze noch nach unten. Aber das ist immer schwer als Trainer, da etwas zu fassen. Ja. Wir müssen abwarten, das sind auch wieder so Sachen. Da müssen wir jetzt die neue Saison abwarten. Mhm. Wie arbeitet er mit der Mannschaft? Richtig. Wie bereitet er die vor? Das wird man ja in den ersten Spielen ja schon wieder sehen. Und auch zwei Trainerwechsel in dem Sinne in dieser Saison, oder man kann sagen sogar drei, hatte Darmstadt. Zuerst Norbert Meyer, dann kam Ramon Berndt-Rot, hat sie als 16. Übernommen, bis zum 18. geführt. Aber und dann hat Fritz ja im Januar übernommen, Anfang Januar, 3. Januar war es. Ja gut, aber dann wird es ja schon wieder schwer für den nächsten Trainer. Jetzt hat Fritz übrigens, finde ich, eigentlich. Aber er macht es gut, also er kann gut mit den Jungs.
seine Arbeit, die er gemacht hat, war gar nicht schlecht. Gut, dass du natürlich, wenn du schon ganz unten stehst, da wieder rauszukommen, das ist was schwer. Da kannst du nicht mal eben schnell hier knippen und ich bin wieder jedes Spiel gewinnen, das kannst du vergessen. Sie sind mal eben 15 Tore. Und dann ist es auch schon. Nein, wenn man schon 4 Punkte verloren hat, dann hat man schon diese 6 Punkte. Und dann wirst du die da nicht mehr rausholen können. Richtig. Da hätten sie vielleicht schon eher mal was machen müssen, aber da jetzt, da war er schon fast. Ja. Da war der Abschied schon fast besiegelt, würde ich fast sagen. Ja, weil Kobis hat in Ingolstadt genommen als 17. Man ist 17. auch geblieben, also nicht weiter nach oben gekommen. Ja, zwischenzeitlich, glaube ich, war man mal 16., 15. Ja, aber das ist alles nichts. Aber was denkst du, bleibt er in Ingolstadt, Mike Valpolis? Zweite Liga? Ich glaube schon. Gerade in der zweiten Liga, ich glaube, man wird erstmal gucken, wie die ersten Spiele laufen. Muss man abwarten. So bis zum 5. Spieltag, also so bis September, denke ich, wartet man und dann wird man gucken, ob dieser Weg weitergehen soll. Oder weil man möchte natürlich um den Aufstieg wieder spielen, weil man sagt ja gerade die Absteiger aus der ersten Liga, die kämpfen wieder um den Aufstieg. Ja, natürlich. Sind ja auch immer die Favoriten. Ja, aber da musst du natürlich auch gucken. Erstmal nicht von aus, aber. Ob du diesen Kader auch dafür hast, der den. Ja. Wenn du erstmal runtergehst, ist es immer schwer, dann wieder gleich da aufzusteigen. Genau. Du musst den Kader haben, du musst erstmal brauchst du einen guten, wirklich guten Trainer und du brauchst auch das Personal, sag ich jetzt mal so. Genau. Dann hast du es nicht, ja, dann kannst du es vergessen. Das stimmt. Ich glaube schon, dass sie nicht nächste Saison wieder aufsteigen werden. Apropos, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, weil du gerade das Wort gesagt hast. Ach ja, Personal. Ja, Personal. Hansi Flick, Hoffenheim. Ja, das war eine Überraschung für mich, dass er da, dass er muss auch man auch einfach mal kurz hier erwähnen, weil das passt ja. Champions League, das ist dann ja jetzt. Ne, vor allem, dass er seinen Job beim DFB aufgegeben hat, hat mich so ein bisschen gewundert eigentlich. Mich auch. Aber da muss er auch wieder einen Grund hinterstecken, warum er es gemacht hat, weil warum gehst du da weg? So ein sicherer Job eigentlich, finde ich. Die Frage ist. Gut, aber da wird es ja Gründe für geben. Ob es für ihn weiter eine Perspektive beim DFB war oder nicht. Ich sag mal, warum gehst du letztendlich da weg? Ist es ein bisschen komisch, weil man hat ihn immer so mit dem DFB gesehen. Ja, ich sag nur 2014 ja auf WM. Ja, deswegen fand ich ihn auch sehr. Also er war mir sehr sympathisch. Ja. Fand auch doof, dass er. Aber umso mehr freue ich mich, ihn auch irgendwie in der Bundesliga zu sehen. Das klingt komisch, aber eher Hoffenheim, ich sag mal, irgendwie passt es auch. Weiß nicht, vielleicht braucht er eine andere Herausforderung. Kann auch sein. Vielleicht ist es beim DFB. Genau, den Hintergrund weiß man ja auch. Beim DFB ist es auch ein bisschen eingeschlafen, finde ich so ein bisschen. Weißt du, da ist auch gerade diese Affäre ja noch mit der WM 2006 mit Beckenbauer. Darf man ja auch nicht vergessen. Da ist ja auch noch immer. Da ist ja immer noch was am Boden. Ja, da ist immer noch was am Boden. Aber. Ich denke mal, vielleicht braucht er entweder, man weiß ja nicht, was er in der Schicht, aber vielleicht braucht er eine andere Herausforderung. Ja. Vielleicht ist es beim DFB zu langweilig. Ich weiß nicht. Da kann ich nicht. Wir haben ja schon eben Dortmund angesprochen, man sucht ja nach einem Trainer, aber noch ein zweiter Verein sucht nämlich Trainer, Leverkusen. Mit Roger Schmidt hat man am 5. März den Vertrag ja aufgelöst, beziehungsweise etwas früher ja. Und da kam Teufel Korkut, er sollte nur bis Saisonende übernehmen. Korkut. Vielleicht wird er ja sonst Trainer irgendwie, ja okay, in Dortmund glaube ich nicht, also davon gehe ich nicht aus, vielleicht ja irgendwie sonst, keine Ahnung, in der zweiten Liga oder so, wenn da jemand sein sollte, ich sag mal so Darmstadt, könnte ich mir vielleicht so, also irgendwann oder Ingolstadt könnte ich mir auch vorstellen, wenn er kommt. Aber erste Bundesliga glaube ich erstmal nicht, weil die sind alle besetzt. Aber Leverkusen, was glaubst du? Wer wird kommen? Ich habe das schon gehört. Ich habe auch wieder nichts gehört, ob einer im Gespräch ist, muss ich sagen. Ich auch nicht. Ich habe nur so einen Kandidaten aus meiner Sicht, der auch schon Bundesliga-affin ist, der auch schon so ein, und auch international und was auch so zu Leverkusen passen könnte, nämlich Thorsten Fink. Der sagt ja auch noch was, oder nicht? Thorsten Fink, ja, du warst ja auch schon mal in Hamburg. Genau. Also das wäre so ein Kandidat erstmal so aus meiner Perspektive. Meinst du, dass der richtige ist für Leverkusen? Wer wäre richtiger? Wer würde mir jetzt so spontan einfallen? Oder fällt dir keiner ein? Ja, also im Moment wüsste ich jetzt auch nicht, wer da. Das muss ja auch wieder passen. Obwohl Leverkusen ist noch wieder was anderes, als wenn ich jetzt so viel Dortmund nehme. Oder jetzt Schalke steht nicht zur Debatte. Schalke ist auch wieder so ein heißes Pflaster. Die haben ja Trainer, aber du kannst dich überall in den reinstecken. Ja. Leverkusen ist jetzt. Da könntest du schon. Könntest du dir Effenberg vorstellen? Wenn er sagt, komm, ich versuch's jetzt nochmal mit einem Trainerjob und dann in Leverkusen. Meinst du, dass der Richtige für Leverkusen wäre? Ich hab dich gefragt. Achso. Nein, ich frage die Frage stelle ich jetzt zurück. Aber ich jetzt gut, ob ich mir jetzt vorstelle. Um ehrlich zu sein, nein. Aber ich wollte einfach nur einen Namen nennen. Muss ich auch zugeben. Ja, aber Effenberg weiß ich nicht, ob der richtige. Also, erste Liga weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte der erstmal irgendwo anders anfangen, wenn er Trainer machen will. Er hat es ja schon versucht, bei Paderborn.
Das hat auch nicht ganz so gut funktioniert. Das heißt, und wie gesagt, wir reden von Bayern. Und das ist die erste Bundesliga? Nee, glaube ich nicht. Also für Leverkusen definitiv. Nein, war ja auch nur jetzt so. Also ich weiß auch nicht, wo sich jemand herholt. Vielleicht aus dem Ausland, keine Ahnung. Vielleicht aus dem Niederlande. Vielleicht so einer, vielleicht sogar für Nagelsmann, den man einfach so findet. Zum Beispiel. Den ja, guck mal, den hat ja auch keiner gekannt. Richtig. Aber der macht ja wirklich sehr gute Arbeit. Man sieht ja hier die Tabelle. Vierte. Da haben wir die Tabelle. Da haben wir sie. Ich hier ist das ist nee, das nicht. Da genau. Nein, diese. Ja, das ist ja, interessant. Genau. Ja, und der Bursche ist verdammt jung. Oder vor der Saison war man, glaube ich, 13. 14. Ja, 15. Also in dem Dreh. Da unten, weil ja. Wir haben die Spiele noch gegen Bremen in Erinnerung, da hat Hoffenheim immer verloren. Ja! Und da kann man ganz klar sehen. Und ihr müsst wissen, das war jetzt, wo wir jetzt gegen Hoffenheim entscheiden, das war das dritte Spiel gegen Hoffenheim, was wir gesehen haben. Ja. Und die zwei Male davor hat Bremen 2-1 und 3-1 gewonnen. Deswegen, wollte ja noch darauf hinaus, was genau. Ich in der Arbeit leistet. Ja, Nagelsmann, ich denke mal, gute Leistung muss man sagen. Ich glaube auch, der wird erst noch bleiben, weil ich glaube, ehe jetzt so ein Club wie Bayern oder so geht, weil in Bayern soll er ja auch irgendwann, so meinte jetzt auch Rummenigge in einem Interview, soll er mal vielleicht sonst kommen, hat er so gesagt, würde mich freuen. Ja, aber ich finde, gerade Hoffenheim, er macht das in der Aufgabe gut. Ey, er hat da einen gewissen Ruf, einen Stand. Ja. Und als junger Trainer will ich noch nicht zum großen Verein gehen. Und dann kommt der Druck und dann so, soll ich mal wieder zurückgehen und die Medien, ich glaube, das passt noch nicht. Dafür ist er noch zu jung. Und ich finde auch so ein Verein, gerade Hoffenheim oder so, die Erwartungen sind nicht so ganz so hoch. Ja. Bei Bayern sind sie hoch. Bei Bayern sind die Erwartungen immer ganz hoch. Und da ist er, glaube ich, noch zu jung. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Erfahrung, würde ich jetzt empfehlen, also meine Empfehlung dazu. Und dann kann man vielleicht darüber nachdenken. Aber gut. Ja, dann habe ich hier einfach noch so ein paar Statistiken einfach so aufgeschrieben, die ich jetzt wirklich jetzt so ein bisschen runterratte und wir reden darüber. Denn das erste Mal jetzt in dieser Saison war es jetzt so, die Olympischen Spiele fanden ja statt und somit begann die Bundesliga auch etwas später. Fandest du das eher gut oder eher komisch oder jetzt erstmal nur so? Es war ein bisschen komisch, weil der 17. Spieltag war ja noch nicht mehr im Dezember, wie normalerweise, sondern im Januar. Und eine Woche später war gleich der 18. Das war schon so ein bisschen komisch. Aber gut, das ist ungewohnt, ne? Ja. Immer so, was, war im Gegensatz zu den anderen Saisons. Ja, so dramatisch schon fand ich es jetzt auch nicht. Aber okay. Gut, es ist jetzt eine Ausnahme gewesen. Na, ja. Als FIFA-Spieler, hier eine kleine Anekdote, als FIFA-Spieler ist es so, 17. Spieltag ist... Dann ist im Februar, noch nicht mal eine Woche später, sondern im Februar ist dann, nee, es ist doch im Januar dann der 18., dann der 19., dann gleich DFB-Pokal. Aber, ich weiß nicht mehr, welcher Monat bei FIFA in der ersten Saison es ist, aber drei Spiele in einer Woche. Und das finde ich schrecklich. Selbst wenn man Champions League und Europa League da aktiviert. Will ich einfach nur mal kurz erwähnen, finde ich ein bisschen blöd. Naja, jedenfalls Leipzig ist aufgestiegen, ist somit der 55. Bundesligist, also in der ersten Liga jetzt nur, also ist auch schon mega cool, muss man zugeben. Und seit ist auch seit langem mal wieder ein Verein aus Sachsen, der letzte Verein aus Sachsen in der Bundesliga, war 1995 Dynamo Dresden, sind ja dann damals abgestiegen. Seitdem hat man zweite oder auch kurzzeitig, ich glaube mal dritte Liga gespielt. Aber zweite oder dritte, man ist nie irgendwie Regionalliga abgestiegen, aber zweite, dritte hat man sich aufgehalten. Da, genau, da haben sich eingependelt, wenn man das so... Kann man ja gleich nochmal kurz drauf eingehen. Jedenfalls 6-0, Bayern, erster Spieltag. Das ist auch der, mit einer der höchsten Siege immer, also auf jeden Fall. Das habe ich auch ein bisschen geschmerzt, aber gut, das war einfach so, wie es war. Wobei ich das glaube, dass das nicht so wieder passieren wird. Nee, das glaube ich. Also da bin ich... Und, man muss sagen... Ja, doch. Wir machen jetzt mal ein kleines Rätsel. Weißt du, was denn bislang, abgesehen von 6-0, das höchste Ergebnis war an einem ersten Spieltag, also an einem Eröffnungsspiel? Und wenn ja, wer gegen wen? Wir hatten schon mal ein höheres Ergebnis. Mal. Nein. Es ist auch ein 6-0. Am ersten Spieltag? Nur am ersten Spieltag. Mehr? Nein. Das habe ich nämlich recherchiert. Das wird schon mal am ersten Spieltag mehr als 6 hatten schon. Nein. Na gut, dann bin ich da falsch. Also 6-0. 6-1, wo sie ein Tor fand. Nein, ich meine jetzt, das ist ja klar, die Höhe. Die Höhe als 6, mehr als 6. Ich meine, das werden schon mal mehr. Ich gebe dir einen Tipp, aber es war in der Saison 1974-75. Boah, das ist ja, also dazu mal, wo soll ich das noch wissen? Da müsste ich ja erstmal recherchieren, ey. Weiß ich so nicht.
kann ich das Ergebnis war gegen die Bayern. Bayern hat damals 6-0 auch verloren. Oh. Und zwar gegen Kickers Offenbach. Ach du Scheiße. Kannst mal sehen, aber das ist auch verdammt lange her. Hätte ich auch nicht gewusst, also ich hab's recherchiert und hab's selbst herausgefunden. Und da hätte ich jetzt auch nicht gewusst, gegen wen. Außerdem auch ein negativer, wo wir jetzt nochmal kurz hier auf Bremen eben eingegangen sind, wegen 6-0, und dass es ja auch nicht mehr passieren wird, gehe ich auch nicht von aus. Aber ich hoffe, Bremen schafft es jetzt mal wieder, ein Remis gegen Bayern rauszuholen. Denn, wo Bayern jetzt im Weserstadion in der Rückrunde 2-1 am 18. Spieltag gewonnen hat, war das 13. Bundesligaspiel, was Bayern gegen Bremen gewonnen hat. Und es gab noch nie eine Serie solch einer Paarung, dass eine Mannschaft gegen eine andere so lange erfolglos war. Ich erinnere mich nur an ein 5-2 2006 in Bremen, in München, wo Bremen gewonnen hat. Es waren auch solche Zeiten, gab es schon gemerkt. Leider Gottes jetzt die letzten Jahre nicht mehr. Schade. Ja. Aber vielleicht wird es jetzt ja wieder was. Auch noch ein kurzes Ich bin positiv gestimmt bei der Sache. Ja. Weißt du, wie viele Tore in der Bundesliga bisher gefallen sind? Wie jetzt? Komplett in der Bundesliga? Komplett. Also auf jeden Fall mehr, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, aber jedenfalls in der Saison wurde das 50.000. Tor erzielt. Und weißt du von wem? Hast du da vielleicht eine Ahnung? Willst du raten? Da kann ich ja eigentlich nur raten, also das 50.000. Tor. Ich gebe dir einen Tipp, ist ein Team zwischen 10 und 18. Ja gut. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das eher wieder so ein Außenseiter ist. Ja, ist nicht ganz Außenseiter. Ja, ich habe den Tipp, es ist nicht Ingolstadt und Darmstadt. Nee, die hätte ich jetzt auch schon mal rausgenommen, aber... Also da was glaubst du denn? Was ist denn deine erste Intention? Boah, ich hätte jetzt fast einfach mal so raus im Bauch und oder Leverkusen. Richtig! Das ist richtig! Das war jetzt so für mich... Karim Bellarabi hat nämlich am 21. Spieltag, das war der 17. Februar, das 1-0 in der 23. Minute erzielt und das war somit das 50.000. Tor. So. Kann man richtig geraten. Das war jetzt so mein erster Instinkt, den ich hatte. Ja. Wo ich denke, könnte sein. Aber dann gut. Ist auch in der Saison das späteste Tor gefallen. Das erste Mal wurden 6 Minuten nachgespielt in einer Begegnung. Das war in Berlin, Hertha gegen Bayern. Und Lewandowski hat noch das 1-1 erzielt, wo doch hier der Trainer Pardada dann noch so dementiert hat, Mensch, da muss er doch abpfeifen. Tja. Aber das Spiel geht so lange, bis der Schiri abpfeift. Richtig. Genau, und der Schiri hat das vor. Ja, und wenn er dann das Nachspiel ist, dann Nachspiel. Genau. Wo ist das Problem? Und fertig. Jedenfalls, Schiedsrichter, Namen, kennst du ein paar? Einen kennst du, also keinen aktiven mehr, aber einen ganz großen Namen kennt man doch von den Schiedsrichtern her. Ja. MM ist... Markus? Marin. Markus Marin? Nein, Markus Marin ist ein Spieler von Ex-Werder-Spieler. Markus, wie heißt er? Merk. Genau. Markus Merk. Ein bisschen schwer, Entschuldigung. Jedenfalls, er hat ja schon insgesamt Markus Merk. Der ist ja kein Schiri. Aber er hat ja schon 339 Einsätze gehabt, Markus Merk. Und einer hat ihn jetzt übertrumpft, nämlich Wolfgang Stark. Wolfgang Stark ist nun der Schiedsrichter mit den meisten Einsätzen. Ich glaube, er hält jetzt sogar auf, aber auf jeden Fall ein guter Mann, muss man zugeben, jetzt so von Schiedsrichternamen her, muss man jetzt einfach mal so kurz wenn wir ein gewisses Alter haben, muss ja jemand was genau mal. Das ist einfach so. Es fällt dann auch nicht leichter. Ne? Ja, dann ja, noch aber das ist, höchste Siege, also nochmal so ein paar Zahlen. Der höchste Sieg in der Saison war 8-0 für Bayern gegen den HSV am 22. Spieltag. Die torreiche Partie war auch mit Bayern, nämlich 4-5 für Bayern in Leipzig, das jetzt am 33. Spieltag, mit 9 Toren demzufolge, eins mehr als höchster Sieg. Torreichstes Remis war ein 4-4 und das schon bereits am 2. Spieltag zwischen Mainz und Hoffenheim. Und der torreichste Spieltag, wer hätte das gedacht, ist natürlich der 33. mit 37 Toren. 9 sind gefallen in Leipzig und hier in Bremen sind 8 gefallen. 5-3. 5-3, genau. Leider, wir haben uns ein bisschen mehr erwartet. Aber gut. Dann auch halt noch mal so ein bisschen. Die fairste Mannschaft war Bayern von gelben Karten her oder insgesamt die unfairste Mannschaft war Eintracht Frankfurt. Kannst du mal sehen. Die wenigsten gelben Karten hatte Gladbach mit 44, die meisten gelben Karten hatte Frankfurt mit 83. Die wenigsten Platzverweise
Gelb-Rot oder Rot hatte Bayern, denn die hatten keine Platzverweise, die hatten nur gelbe Karten. Das finde ich auch schon mal. Also, ja, das ich weiß nicht, wann das letzte Mal war in einer Mannschaft, dass man keinen Platzverweis hatte, aber. Das ist schon sehr schön. Kein Platzverweis ist schon gut. Das ist schon gut. Und die meisten Platzverweise hatte Mainz mit 7. Somit insgesamt 1116 gelbe Karten, 28 gelb-rote Karten und 28 rote Karten. Somit 1340 Karten wurden insgesamt gezeigt. Das ist viel. Also die Schiedsrichter hatten viel zu tun. Da muss man aber natürlich auch sagen. Da muss man aber auch obwohl ich gerade sagen. Da muss man natürlich wieder als Einzelspiel, ob es immer nötig getan hätte, ist eine andere Sache. Ne? Genau. Ja, und da muss man auch sagen, die Schiedsrichter haben jetzt auch weniger zu tun. Ja. Denn, habe ich das aufgeschrieben, muss ich mal gucken. Das habe ich auf meinem letzten Zettel aufgeschrieben. Ja, das tut sich ja wieder was. Denn zur nächsten Saison ist nämlich der Videobeweis dann endlich da. Der soll ja jetzt eingeführt werden. Denkst du, ja, weil, gut oder eher schlechte Entscheidung? Das sind aber Entscheidungen, die jetzt vielleicht nicht ganz hieb- und stichfest sind, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Da, wo wirklich, manchmal hängt es ja wirklich von so einer Kleinigkeit ab, wie wir jetzt das Spiel jetzt gesehen haben, wo es den Elfmeter gab für ein Handspiel, was ja eigentlich überhaupt gar nicht war. Richtig. Das sind entscheidende Spiele, da müsste, finde ich sowas sehr gut eigentlich. Richtig. Dass man mal eine Fehlentscheidung trifft, okay, das kann ja mal passieren, aber es gibt ja nun Fehlentscheidungen, da machst du ja ein Spiel mit, kaputt, ja. Da hängt ja viel dran. Richtig. Und da finde ich das zum Beispiel eine ganz, genau. Nicht schlecht. Damit man da noch mal aufrufen kann. Gut, bei jeder Kleinigkeit muss es nicht sein. Ich sag mal, der Schiedsrichter muss immer selbst entscheiden. Klar, manchmal sind es Fehlentscheidungen, aber gerade in wichtigen Spielen, ob es gerade, ich sag mal, Top-Spiele, die Samstagabends sind, oder Pokalspiele hier in Deutschland, nein. Oder eben so dann. Wo wirklich viel von Relegationsspiele, genau. Relegationsspiele, wo ganz viel dran hängt. Ja. Da darfst du solche Entscheidungen, solche Fehlentscheidungen, nicht, darf nicht passieren. Wenn du weißt, wie das Spiel hier mal ein Foul spielt, was da mal ein Foul spielt, das ist alles nicht so tragisch. Genau. Aber wenn es um einen Elfmeter geht, der keiner ist, wenn es einer ist, gar keine Frage, dann ist es so. Wenn es aber nicht so ist, dann muss man da sagen, Fehlentscheidung. Ganz da bin ich voll und ganz. Und wie ich ja gesagt habe, Wolfgang Stark hört, glaube ich, auch als Schiedsrichter und somit bekommt die erste Bundesliga die erste Frau. Richtig, die erste Frau. Das ist doch cool, oder nicht? Also ich muss sagen, ich finde das nicht schlimm, weil es gibt auch Frauenvereinsmannschaften. Wolfsburg hat hier, glaube ich, jetzt wieder das Kugel, wenn ich mich nicht irre, habe ich ja gelesen. Also die deutschen Wolfsburger. Also. Nee, die weiblichen Wolfsburger. Ich sag mir mal, warum nicht? Man muss halt gucken. Bibiana Steinhaus heißt sie, also nur meinst du. Ja. Ist jetzt, glaube ich, in der zweiten Bundesliga noch aktiv. Oder war er jetzt halt aktiv und jetzt soll sie halt die erste in der ersten Bundesliga sein? Ja. Sie wird jetzt anfangen. Und auch zur neuen Saison, wer wird Kommentator? Wer hat jetzt einen Vertrag bei Sky, glaube ich, unterschrieben und wird der Kommentator? Ach, der ist ja noch, warte mal, komme ich drauf. Frank Buschmann? Ja, genau. Buschi Buschmann. Genau, Buschi Buschmann. Der ist jetzt Kommentator in der nächsten Saison. Also darauf freue ich mich schon, muss ich zugeben. FIFA, daher kennt man ihn. Wo er gemeinsam mit Wolf Fuß kommentiert, das ist er ja. Da war er ja schon mal öfter vertreten, aber jetzt hat er, wie gesagt, wie du schon sagst, jetzt hat er einen Vertrag. Ja. Genau. Also ich muss sagen, darauf freue ich mich auch schon auf seine Sprüche und so. Also er lebt den Sport, das muss man wirklich sagen. Er ist so eine Sportfigur und. Er ist ja immer voll dabei. Ne? Ja. Das ist auch vielleicht eine Bereicherung. Und somit sind wir jetzt auch schon am Ende. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja, nur noch mal so ein kurzes Fazit. Wie fandest du jetzt so die Saison? Ich sag mal auch jetzt so hinsichtlich so Tippspiel und YouTube. Ja, es war ganz mal was Interessantes. Mal was anderes. So. Ja. Macht man ja sonst nicht so. Ne? Und das Tippspiel soll natürlich auch weitergehen. Ich mache ja sowas sonst auch nicht. Ja. Das ist ja immer so. Aber gut. Aber es ist ein tolles Format. Es kommt super bei euch an. Solange es gut ankommt, kann man es ja weitermachen. Wenn es dann irgendwann nicht mehr so ist, dann können wir es auch nicht ändern. Ne? Genau. Das Tippspiel soll natürlich aber weitergehen. Und da hast du ein paar Termine. Die habe ich schon rausgesucht. Aha. Welche Termine? Wo sind denn Termine? Hier steht die. Aha. Denn erstmal, der Saisonstart der zweiten Bundesliga beginnt am 28. Juli. Nur mal so, das ist erstmal schon so ein Rahmenkalender. Das heißt, es steht natürlich noch nicht ganz fest. Klar, einige steht schon fest.
aber es kann nur so leicht variieren, aber eigentlich steht es schon fest. Die Auslosung bzw. die Planung des Spielplans ist ja jetzt gerade erst im Gange, weil ja jetzt auch gestern erst feststeht, dass wir mussten das Spiel muss ja erstmal abgewartet werden. Und jetzt geht's jetzt ja natürlich für euch ist jetzt schon, wisst ihr es jetzt schon, weil heute ist ja auch das Rückspiel 1860 München gegen Jan Regensburg. Ja, ist auch was glaubst du? Erstmal so kurze Prognose, Jan Regensburg Zweite oder 1860 Zweite weiterhin? Ich glaube 1860. Glaube ich auch leider. Also ich denke glaube ich auch leider. Ich würde es Regensburg gönnen. Aber ich glaube, ich denke mal. Ja, aber jedenfalls Saisonstart, Zweite Bundesliga ist am 28. Juli. DFB-Pokal ist vom 11. bis 14. August und am 18. August, demzufolge am Freitag, spielt Bayern zu Hause. Gegen wen, weiß man noch nicht. Da beginnt aber dann die Saison. Und somit habe ich erstmal so grob aufgeschrieben, wie unsere Planung da ist. Demzufolge wird dann am 1. August unsere Saisonanalyse wiederkommen. Sprich, wir werden wieder eine Tabelle erstellen und werden so ein bisschen sagen, so von wegen hier, das sind die Vereine, die spielen. Bayern, Leipzig, Dortmund, Hoffenheim, Köln, Hertha, Freiburg, Bremen, Gladbach, Schalke, Frankfurt, Leverkusen, Augsburg, Hamburg, Mainz, Wolfsburg, Stuttgart und Hannover. Dass wir dann so uns eine Tabelle erstellen, was wir glauben, wer wird Meister, wer wird Vizemeister, Champions League und Pipapo. 7. August, habe ich dann so gedacht, ist ein Montag. Der erste ist eigentlich, was ich überlegen. Ich glaube, das ist ein Mittwoch, wenn ich mich nicht erinnere. Kann das sein? Weißt du was? Hast du hier einen Kalender? Das steht drauf, ist nur Alter. Na, da muss ich mal aufrechnen. Ein Alter, das bringt ja nichts. Das ist ja doch das. Ist 2015 oder was? Ist das? Doch, glaub, das ist ein Alter. Ich meine, das ist eine neue. Also, ich bin mir da ziemlich sicher, der erste ist ein. Der erste ist ein Dienstag. Der erste ist ein Dienstag. Warum gucke ich damit? Nein, das ich hatte gerade eben ein kleines Blackout. Ein kleines Blackout. Der erste ist Dienstag. Ja, also ersten Dienstag habe ich erstmal so gedacht, kann man Saisonanalyse machen. 7. August, 6 Tage später, dann DFB-Pokalprognose, wo ich auch hoffe, erste Runde, ich habe jetzt ein bisschen Lust dazu sein, auch so die Außenseite einzuschätzen. Das Tobias Waldorf ist ja auch wieder dabei. Ich hoffe, der Fluch geht nicht weiter. Wir werden es sehen. Und am 14. August gibt es die Folge auch eine Woche später. Man kann sagen, also der letzte Tag, wo auch DFB-Pokal ist, da kommt dann das erste Video zum Tippspiel. Das ist erstmal so diese grobe Planung. Genaueres werdet ihr dann halt sehen, wenn ihr mich abonniert, weil dann bekommt ihr immer Benachrichtigung, wann ein neues Video kommt. Ihr könnt mir auch gerne folgen auf Twitter, Instagram, Facebook, wenn ihr da auch auf dem Stand bleiben wollt, wenn neue Videos kommen. Und das war's mit dem Video. Wie gesagt, das ist erstmal die grobe Planung. Ich denke, wir haben sehr viel geredet. Nur mal ganz kurz, ich denke, dass jetzt auch während jetzt Confed Cup ist und dann auch gerade so Transfermarkt, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass ich etwas regelmäßiger sonst wieder so Transfermarkt-News bringe, dass ich sonst da auch über bestimmte Themen rede. Wenn ihr wollt, dass Uwe sonst mal mit dabei ist. Also kannst du sonst auch mal mit dabei sein? Müssen wir mal schauen. Ne? Mhm. Also gerade wenn es so Themen sind, irgendwie sonst irgendwie so mit Dortmund, wer da Trainer wird, dass man so ganz kurz darüber redet. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall regelmäßiger kommen. Das war das letzte Video dieser Saison. Ja, die Saison ist abgeschlossen. Hier, warte, da kann man mal auf die neue. Weil das alles machen wir jetzt. Wir haben alles gesagt. Wir haben alles gesagt und wir freuen uns einfach auf die neue Saison. Das alles! Ich hoffe, dass die auch wieder sehr schön wird und sehr gut. Ja. Wir warten die Sache ab. Das Spiel steht noch nicht fest. Ja, das ist alles. Das ist alles diese Saison. Ja. Und das ist ein leeres Zettel. Und das wird nächste Saison natürlich aufgefüllt mit den neuen Zetteln. So wird es kommen. Und somit, liebe Fußballfreunde, wenn euch das Video gefallen hat mit dieser Analyse, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert mich, wenn ihr dann benachrichtigt werden wollt, wenn wieder Transfermarkt-News oder weitere Fußballvideos kommen. Einfach auch die Glocke dann betätigen, aber ich denke, das wisst ihr. Und dann würde ich sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao Fußballfreunde und bis zur nächsten Saison.
Ciao. Ciao von mir. Bis zum nächsten Mal.